CEO. Oh. The money comes in, the parade comes to town. Going down Broadway is a one-way street, whichever way I go. Hallo liebe Goldsucher, heute werde ich Ihnen von der weltweit erst Multichain-Münze mit Null Provision, unglaublicher Geschwindigkeit und intelligenten Verträgen erzählen. Darf ich vorstellen, Vino. Vita Inu Coin oder einfach Vino ist ein Token zur Verwaltung des Vino-Ökosystems und auch ein Token im VitaDeck-Netzwerk. Die Münze wurde im Jahr 2021 als Memcoin mit Hundemotiv geschaffen. Die Philosophie von Vino ist es, Spaß zu haben, neue Freunde zu finden und mehr über Kryptowährungen zu erfahren. Zusammen mit dem Vita-Netzwerk will Vino dazu beitragen, große DAG-Ökosysteme zu schaffen, in denen verschiedene Kryptowährungen frei, sicher und effizient bewegt werden können. Vinoverse, das Meta-Universum von Vino, ist bereits in der Entwicklung. Es wird eine komplette Virtual Reality Welt, eine dezentralisierte Venus Web App, NFT, Einsätze, Belohnungen, Events, Merchandise und vieles mehr umfassen. Inhaber von Vino Token können nahtlos durch Vinoverse navigieren und verschiedene Vorteile genießen. Vino beruht auf den Grundsätzen der Transparenz und Rechenschaftspflicht. Das Projektteam ist auf langfristigen Erfolg und Nachhaltigkeit ausgerichtet. In der Erkenntnis, dass die meisten Memecoins nur bellen und nutzlos sind, bietet Vino Vorteile, die die neue Memecoins-Wirtschaft stören. Dazu gehören Gebührenfreiheit, Transaktionen in Lichtgeschwindigkeit, intelligente Verträge und hohe Skalierbarkeit. Mit Vino können sowohl neue als auch erfahrene Kryptowährungsbefürworter etwas über verschiedene Kryptowährungen lernen und wie sie auf spannende und fruchtbare Weise kombiniert und verbunden werden können. Vita verwendet eine gerichtete azyklische Graphenregistrierungsstruktur DAG. Es ist auch das erste öffentliche Netzwerk, das Smart Contracts auf der Grundlage des DAG-Registers implementiert. Der übergeordnete Zweck des Vita-Netzwerks besteht in der zentralen Verbindung verschiedener Blockchains. Eines der besonderen Merkmale des Vita-Netzes ist ein Snapshot-Mechanismus. Die Hauptfunktion dieses Mechanismus ist die Aufrechterhaltung des Konsenses im Vita-Register. Snapshot-Blöcke werden von Knoten erstellt, die Snapshot-Produzenten oder SBPs genannt werden. Vita-Besitzer können für SBPs stimmen und die 100 SBPs mit den meisten Stimmen können Blöcke erstellen. Als Belohnung für die Erstellung von Blöcken werden die SBPs entsprechend der Anzahl der von ihnen produzierten Blöcke belohnt. In der Regel schütten die SBPs einen erheblichen Teil ihrer täglichen SBP-Belohnungen für ihre Stimmen aus, um sie zu belohnen. Vino ist eine Partnerschaft mit Vino SBP eingegangen und Vita-Besitzer, die das Vino-Projekt unterstützen möchten, können für Vino SBPs stimmen. Dadurch können sie täglich Vita-Belohnungen von Vino SBP und zusätzliche Vino-Token vom Projektteam erhalten. Der Erhalt zusätzlicher Vino-Token bedeutet, dass diese Vita-Besitzer letztendlich mehr Belohnungen erhalten, als wenn sie einfach für SBPs stimmen, das keine zusätzlichen Token ausschüttet. Die Gesamtmenge von Vino zum Zeitpunkt der Schöpfung beträgt 1 Quadrillion. Es wird nie mehr als dieser Betrag sein. Dies bedeutet, dass es keine Bedenken hinsichtlich der Inflation im Zusammenhang mit Vino gibt. Die Merkmale des Projekts sind wie folgt. 50% der Gesamtmenge der Vinos sind für die DAO reserviert. Registrierte DAO-Mitglieder können für ihre Teilnahme Belohnungen erhalten. 25% des Gesamtangebots werden für alle allgemein zugänglich sein. Weitere 25% des Gesamtangebots werden als Vergütung für die Beiträge der Mitglieder des Projektsteams reserviert. Nun zu weiteren Details der Tokenverteilung in DAO. 20% des für DAO reservierten Gesamtbetrags sind für die monatliche Verbrennung vorgesehen. Dies trägt dazu bei, dass der Wert von Vino auf dem Markt stabil bleibt. 15% der DAO-Reserven werden für Marketingzwecke verwendet. Dazu gehören Zahlungen für Werbung und andere Formen der Werbeunterstützung. Weitere 15% der DAO-Reserven werden für das Wachstum und die Entwicklung verschiedener Aspekte des Vino-Projekts verwendet. Die letzten 50% der DAO-Reserven werden nach den Diskussionen und Abstimmungen der registrierten DAO-Mitglieder ausgegeben. Vino will auch eine Lifestyle-Marke werden, die mit grünen Ideen verbunden ist und diese fördert. Zu diesem Zweck werden sie eine Reihe von Designer und konventionellen Produkten auf den Markt bringen. Diese Produkte werden nach ethischen
Gesichtspunkten beschafft und hergestellt, entsprechend ihrer Verpflichtung, ein ethisches und nicht ausbeuterisches Projekt zu sein. Darüber hinaus wird ein Teil dieser Verkäufe an Umweltorganisationen gespendet. Der Rest fließt zurück in die Rücklagen der WinoDAO, um das WinoProjekt weiterzuentwickeln. Im Rahmen der Bemühungen, den Zugang zu Blockchain-Technologie zu verbessern, hat WinoDAO bereits 2 Blockchain-Sensibilisierungsprogramme in Indien und Nepal gesponsert. Die Pläne für das Projekt sind noch nicht zu Ende. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Projekts und in den sozialen Medien. Dort erfahren Sie auch, wie Sie kostenlose WinoTokens erhalten können. Ich freue mich auf eure Aktivität in den Kommentaren und vergessen Sie nicht zu liken und zu abonnieren. Und das war Lee mit euch. Bye bye.